Wir wurden heute um 12.49 Uhr zu einem Feuer im Bereich eines Lidl-Marktes im Stadtgebiet Rösrath alarmiert. Alarmiert war nach dem Stichwort Feuer 3 unklare Rauchentwicklung. Die Kräfte aus den Einheiten Hoffnungsthal, Vochsbach, Rösrath und Kleineichen waren mit ca. 30 Personen an der Einsatzstelle. Die ersten Kräfte haben ein offenes Feuer im Bereich der Warenanlieferung, im Außenbereich des Ladens lokalisieren können. Dieses Feuer wurde mittels Kleinlöschgerät, sprich mit einem Pulverlöscher, abgelöscht. Im weiteren Verlauf wurde der Markt begangen. Im Bereich der Verkaufsfläche konnte keine Rauchentwicklung festgestellt werden. Im Bereich der Zwischendecke war jedoch eine Verrauchung sichtbar und zu erkennen. Das Gebäude wurde im Anschluss umfangreich belüftet, sodass auch keine Schadstoffkonzentration mehr zu messen ist. Weiterhin wurde das Gebäude sowie auch die Zwischendecke mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, dass sichergestellt werden kann, dass keine Glutnester entstanden sind. Und nachdem die Schadstoffkonzentration entsprechend gering war oder entsprechend unauffällig war, wird nach Erkenntnissen der Feuerwehr auch der Markt relativ schnell wieder für die Bevölkerung freigegeben. Wir gehen davon aus, nachdem die Schadstoffmessungen der Feuerwehr jetzt unauffällig verlaufen sind, dass der Markt in kürzester Zeit auch wieder freigegeben wird.